Hallöchen, ihr Lieben. Ich freue mich riesig, dass ihr zu meinem neuen Video eingeschaltet habt. Ja, für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ich bin ja umgezogen in der letzten Zeit. Bei mir stehen jetzt auch viele Kleinigkeiten an. Also meine Tochter hat Geburtstag und so weiter. Das heißt, ich musste mal wieder einkaufen gehen, brauchte noch einige Sachen und habe mir gedacht, ich gehe zum Action. Dann habe ich alles unter einem Dach und ja, muss nicht Ewigkeiten durch die Läden rennen, bis ich alles habe, gerade so für den Kindergeburtstag und so. Und das Ganze ist ein bisschen teurer geworden. Dann dachte ich, es lohnt sich auch mal wieder ein Haul darüber abzudrehen. Ich war jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr und habe dem neuen Action, den es bei uns gibt, dann noch mal eine Chance gegeben. Aber ich glaube, das war die letzte. Genau. Und ich möchte gar nicht so lang um den heißen Brei rumreden, sondern möchte euch einfach zeigen, was ich geholt habe. Also es sind viele Dekorationsartikel dabei, eben auch so ein bisschen Haushaltskram, Sachen für den Kindergeburtstag und auch Kreatives. Alles, was ich so gefunden habe. Ich glaube, das war auch mein teuerster Action-Einkauf, den ich jemals gemacht habe. Ich habe über 100 Euro ausgegeben. Ja, ich habe drei große Kissen geholt für die Terrasse. Die zeige ich euch jetzt nicht. Das sind einfach große graue Outdoor-Kissen und ich habe auch eine Fußmatte geholt. Ja, die muss ich euch auch nicht zeigen, glaube ich. Aber ich denke, die Deko könnte ganz interessant sein. Und genau, ich fange einfach mal an mit diesem riesen Buddha-Kopf. Ich hatte voll Bock drauf, auf meine Terrasse ja so ein bisschen zu dekorieren. Ja. Genau, und es ist mal wieder schön, auch Deko kaufen zu können, die dann auch einen Platz findet, weil ich ja eigentlich recht gut ausgestattet bin und jetzt nicht so der Mensch bin, der jede Woche alles neu dekoriert. Deswegen habe ich einmal diesen riesen Buddha-Kopf geholt. Der war die Woche im Angebot für, ich glaube, 7,49. Ich weiß auch nicht, wie hoch der ist, aber der hat so bestimmt schon seine 40 Zentimeter. Ja, den finde ich richtig, richtig cool. Dachte ich, der muss auf jeden Fall mit. Dann habe ich für den Kindergeburtstag, ich räume das jetzt alles mal so aus, wie es hier gerade aus dem Korb rauskommt. Für den Kindergeburtstag habe ich für diese kleinen Goodie-Bags, die ich ja sehr, sehr gerne packe, einfach ein paar Wasserbälle geholt. Ich habe alles irgendwie immer siebenmal geholt. Natürlich ist das jetzt ein bisschen mehr, weil es das in dieser Verpackungsgröße nur gab. Aber da sieben Kinder da sind, immer sieben Sachen. Genau. So, ich glaube, die haben 99 Cent gekostet. Dann natürlich einmal für den Kindergeburtstag, weil ich die nämlich in unserem Keller noch nicht gefunden habe vom letzten Jahr. Ein paar Pappteller, weil wir nicht zu Hause feiern, sondern auswärts sind. Ja, ich versuche immer Müll zu vermeiden bei sowas, aber ja, ich glaube, jetzt so kurz nach dem Umzug ist es für mich ausnahmsweise mal die optimale Lösung. Dann habe ich noch weitere Deko geholt. Und zwar hier solche Kugeln aus verschiedenen Naturmaterialien, die ich richtig cool finde. Also ich weiß, dass in den teuren Dekoläden diese Tüten immer so um die 10 Euro kosten. Die hat jetzt 2,99 gekostet und ich finde, das Ganze passt ganz gut, wenn ich das so mit dem Buddha-Kopf zusammen ein bisschen dekoriere. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön und ich mag diese Naturmaterialien grundsätzlich sehr gerne. Dann habe ich mir auch noch hier so ein, ja, was ist denn das? So ein gutes Dekostück geholt, was man sich einfach noch selbst verzieren kann. Ich wollte schauen, dass ich hier eventuell noch eine Schrift aus Draht reinmache und vielleicht mit ein paar Kunstblumen das Ganze dekoriere, so dass ich da auch so einen kleinen Blickfang auf der Terrasse errichten kann, was man dann vielleicht auch so ein bisschen je nach Saison ein bisschen umgestalten kann. Mal mit Lavendel, Herbst vielleicht so mit anderen Naturmaterialien, die es gerade gibt. Die möchte ich auch nicht wirklich kaufen, sondern die möchte ich mir selber sammeln. Was ich auch immer ganz schön finde, ist, wenn man sich so ein paar Weizenhalme hierhin macht oder ja, was man halt gerade eben auf den Feldern auch so findet. Diese ganzen Trockenblumen sind halt schon sehr, sehr preisintensiv. Ich weiß, dass da eine viel große Arbeit dahinter steckt und das ist auch gerechtfertigt, aber ich finde, manche Sachen muss man sich einfach nicht kaufen, wenn man sie auch selber herstellen kann. Genau. Dann wollte meine Tochter unbedingt einen Meerjungfrauengeburtstag feiern. Und ich dachte mir, okay, ich dekoriere das Ganze mal mit ein paar Muscheln. Die habe ich mir dann noch mitgenommen. Das soll dann so ein bisschen als Tischdeko dienen. Und ich finde auch, das kann man vielleicht auch so ein bisschen mit dem Buddha kombinieren. Ich weiß jetzt nicht, ja, ob das so zusammenpasst, aber von den Farbtönen her passt das auf jeden Fall zusammen. Deswegen durften die mit. Die haben auch, glaube ich, jeweils nur 1 Euro gekostet. Ich finde, da kann man nicht meckern. Und ich wollte aus diesen Muscheln noch Meerjungfrauenketten basteln, vielleicht mit den Kindern zusammen, je nachdem, oder ich bereite das schon vor. Wir haben das Ganze noch nicht so ganz durchgetaktet, noch nicht so ganz gut geplant, was an dem Kindergeburtstag alles stattfinden wird. Aber die habe ich auf jeden Fall mal mitgenommen. So,
Dann für die Deko. Ich bin immer ein Fan davon, Deko selber zu basteln und da jetzt nicht unbedingt alles fertig zu kaufen, außer so ein paar Kleinigkeiten, die ich euch nachher noch zeige. Deswegen habe ich etwas Krepppapier geholt. Das würde ich dann gerne so in Streifen schneiden und dann eben solche Girlanden auch aufhängen. Ich mag die Farben total gerne. Das passt, außer das Grün und das Orange, passt das Ganze gut zusammen und sieht auch so ein bisschen nach Unterwasserwelt aus, würde ich jetzt mal sagen. Weil so ein bisschen möchte ich dem Wunsch meiner Tochter natürlich auch gerecht werden, wenn sie sich sowas schon wünscht. Genau. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, wie ich das Ganze hier hinbekomme. Also, ich habe noch Spannbettlagen geholt, zwei verschiedene. Ich mag das immer gerne, wenn die Spannbettlagen etwas dunkler sind, auf 1,80, weil wir uns ein neues Bett gekauft haben und da eben noch nicht gut ausgestattet sind, was das Ganze angeht. Also musste das dann eben auch noch mit. Ich sehe gerade, das ist hier in so einem süßen, niedlichen Sack. Vielleicht ist es endlich mal eine gute Lösung, um Spannbettlagen aufzubewahren, weil ich finde, es ist immer total schwierig, Spannbettlagen zusammenzulegen. So, dann habe ich zwischendurch ein bisschen Platz geschaffen und ich habe mir hier so einen Katzenschreck geholt, aber auch nur, weil da natürliche Inhaltsstoffe drin sind. Zumindest mal, wie ich sehen konnte. Es ist auf jeden Fall bestehend aus Lavendel und aus anderen Duftstoffen, die Katzen eben nicht so mögen. Also ich habe grundsätzlich kein Problem mit Katzen. Ich habe aber ein Problem damit, wenn mir hier alle 2 Tage eine tote Maus oder ein toter Vogel vor der Tür liegt. Und das ist hier leider, wo wir hingezogen sind, der Fall. Hier gibt es so ein paar ja, Outdoor-Katzen, die sich hier austoben. Und auch unsere Terrasse war ein Problemfall. Das war halt ein riesen Schotterhaufen und das war quasi gefühlt das größte Katzenklo der ganzen Region hier, wo die Katzen sich eben ausgetobt haben. Und die haben wir jetzt neu verlegt, die Terrasse. Aber ich möchte halt eben auch, dass das Ganze sauber bleibt. Deswegen dachte ich, ich probiere das Ganze mal aus. Und das ist ja einfach auch nur abschreckend vom Duft her. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, ja, dass das schädlich ist. So, dann habe ich mir noch einen anderen Buddha geholt. Der ist ein bisschen kleiner. Ich dachte, das ist bestimmt ganz cool, das so miteinander zu kombinieren. Ich glaube, der hat 3,50 gekostet. Ich mag dieses Türkis total gerne. Den großen hätte ich auch gerne in Türkis gehabt. Das gab es aber nicht. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob es es grundsätzlich nicht gab oder ob es es einfach nur jetzt gerade nicht gab. Und genau, ja, dann musste auf jeden Fall Straßenkreide nochmal her, weil die Straßenkreide, die wir eigentlich haben, immer noch nicht aufgetaucht ist und meine Tochter total gerne damit malt. Sie ist hier eh viel unterwegs und hat schon Freunde gefunden und so. Und dann dachte ich, okay, die Kinder müssen auf jeden Fall ausgestattet werden mit so viel Kram, Spielzeug und Beschäftigungsmaterial. Ja, dann natürlich obligatorisch für jeden Geburtstag einmal Luftschlangen. Es ist ja nicht der einzigste Geburtstag, der ansteht. Es stehen ja noch ein paar andere an. Die brauchte ich dann sowieso wieder. Dann habe ich mir gerade so meine Beete neu bestückt mit Kräutern, verschiedenen Gemüsesorten und so weiter und dachte, sie sehen voll cool aus, um sie einfach als Beschriftung zu nehmen. Da werde ich wahrscheinlich mit meinen Acrylmarkern drauf malen oder mit diesen Acrylmarkern, die ich eben vom Action gekauft habe. Um das Ganze zu beschriften, kann man natürlich auch mit Kreide machen, aber Kreide ist halt nach dem ersten Regen weg und dann bringt mir das Ganze eben nichts, wenn ich danach nicht mehr weiß, was in den jeweiligen Bereichen überhaupt wächst. Genau. So, dann ist es ja so, dass es jedes Mal beim Kindergeburtstag auch eine kleine Goodie-Box gibt. Deswegen habe ich hier mich dazu entschieden, das Ganze ein bisschen kreativer zu gestalten. Ich bin nicht so der Fan davon, das Ganze nur mit Süßigkeiten vollzupacken, sondern ich schaue halt immer, dass noch was dabei ist, wo die Kinder auch noch was mit anfangen können. Also habe ich mir diese komischen, diese Papptierchen geholt. Die habe ich schon mal verschenkt und das ist richtig gut angekommen. Die sind total leicht zusammenzubauen und meine Tochter liebt die auch sehr. Einmal den Panda, einmal eine Kuh, dann noch ein Leopard. Den Narwal, den finde ich ultra schön. Den hätte ich gerne noch mehr mitgenommen, weil ich den richtig süß finde. Schäfchen Nummer 1, Schäfchen Nummer 2 und ein Papagei. Das waren tatsächlich die interessantesten Tiere, die es gab. Das Regal war schon fast leer. Ich bin ja froh, dass ich sogar überhaupt noch 7 Stück bekommen habe. Genau, das ist so ein Teil von dem, was noch in die Goodie-Box kommt. Im Normalfall bastel ich mir meine Goodie-Boxen auch gerne selber oder meine Goodie-Tüten, aber ich weiß, dass die Kapazität dieses Mal überhaupt nicht dafür reichen wird. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, solche Geschenktütchen zu holen. Die haben 49 Cent gekostet. Ich finde, das ist noch im Rahmen und ich werde wahrscheinlich entweder den Namen noch beplotten oder ich schreibe den noch irgendwie hin, weil wir wollen am Kindergeburtstag natürlich auch ein paar Spielchen spielen, wo die Kinder, was ich sag mal, gewinnen können. Im Grunde genommen gewinnt oder kriegt am Ende
Ende sowieso jeder das Gleiche. Aber ich dachte, da ist genügend Platz drin. Es gibt ja auch diese kleinen Goodie-Tüten, aber da passt halt irgendwie immer nicht das rein, was ich den Kindern mitgeben möchte. Genau, so. Dann haben wir das. Dann habe ich noch gesagt, okay, Seifenblasen für Kindergeburtstag ist natürlich auch wichtig. Ja, ich finde, Seifenblasen gehen sowieso immer. Habe dann hier einen so eine Fünferbox geholt. Ich glaube, die hat nur 1 € gekostet. Die waren aber alle offen, also habe ich mir die selber zusammengestellt, weil das alles so lose da rumstand. Und weil das Ganze eben nicht reicht, habe ich nochmal 2 einzelne Seifenblasen geholt. Da ist halt jetzt Pepperwoods drauf. Ob die Kinder mit 7 und 8 Jahren noch Pepperwoods mögen, weiß ich nicht. Aber Seifenblasen gehen halt immer. Da ist es auch, glaube ich, nicht so wichtig, was da für ein Bild drauf ist. Genau. Dann habe ich noch ein paar Süßigkeiten mitgenommen für die Goodie-Tüten. Meine Tochter schleift seit über einem Jahr an diesen Burgern rum und wollte die unbedingt mal ausprobieren. Dann dachte ich, komm, ich nehme die jetzt einfach mit, verpacke die dann in die Tüten. Ich finde die auch ganz cool. Genau. Ich weiß, dass da Gelatine drin ist und das ist normalerweise nicht das ist, was ich kaufe und auch nicht unterstützen möchte. In dem Fall habe ich mir jetzt halt aber gedacht, sie wünscht sich die schon so lange und dann kann ich das auch einfach mal machen. Dann habe ich noch solche kleinen süßen, ja, was sind denn das? Das sind solche Schokohörnchen, die aussehen wie solche Eishörnchen. Und ich finde es halt ganz cool, wenn in den Tüten auch mal was anderes drin ist und nicht so immer nur das Standardzeug, was vielleicht sonst verwendet wird für sowas. Deswegen habe ich die geholt. Die sehen ganz gut aus. Ja, 8 Stück sind drin. Ich habe noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die ich vom letzten Action-Haul auch extra für den Kindergeburtstag gepackt habe, dass die Tüte auch voll wird. Ich will es auch nicht übertreiben, aber so vom Wert her bin ich da auch, glaube ich, doch echt in einem guten Rahmen. Dann habe ich einmal eine Tischdecke geholt. Da weiß ich noch nicht, ob das für den Geburtstag von meiner Tochter ist. Ansonsten ist ein Tag später eben noch der Geburtstag von einem Bekannten. Und dann dachte ich, es ist vielleicht auch nicht so schlecht, da so ein bisschen Deko mitzubringen, wenn ich sowieso schon da bin und das Ganze raussuche. Dann steht meine Kleine natürlich gerade sehr auf My Little Pony und ich dachte, ja, vielleicht für so ein bisschen Deko, auch für den Kindergeburtstag oder so, oder vielleicht kleben wir die auch auf die Tüten, ich weiß es noch nicht. Ansonsten kriegt sie das einfach so noch mit zum Geburtstag geschenkt. Sie kriegt zwar 2 etwas größere Geschenke, aber ich finde es halt immer noch cool, wenn es so noch eine Kleinigkeit zum Auspacken gibt, dass die Sache so ein bisschen interessanter wird. Genau. So, dann kommen wir mal zu der Deko, die ich noch geholt habe. Oh, wobei, ich sehe, ich habe noch was für die Goodie-Tüte geholt und zwar diese kleinen Filzaufkleber, die ich richtig cool finde. Davon habe ich mir auch schon welche geholt für mich zum Werkeln. Einmal hier diese Zootiere, dann Flamingos, Einhorn, Einhorn, dann 2, 3 Mal Meerjungfrauen. Da hätte ich gerne noch mehr davon gehabt, weil es halt einfach zum Thema gut gepasst hätte. Aber ich weiß halt, es kommt auch ein Junge zum Kindergeburtstag. Ob der jetzt so viel mit Meerjungfrauen anfangen kann, weiß ich natürlich nicht. Deswegen habe ich da einfach mal verschiedene Sachen geholt, sodass halt jeder was hat, womit er dann auch letztendlich glücklich sein kann. Und genau, dann habe ich noch diesen coolen Kaktus geholt. Also Wüste und Meer haben jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel miteinander zu tun. Aber ich wollte noch irgendwas Dekoratives haben, was jetzt da nicht die nächsten 5 Jahre im Weg rumsteht. Und es gab leider nichts anderes. Und den werde ich dann wahrscheinlich irgendwo an den Rand stellen, dass es ein bisschen bunter wird und den dann am nächsten Tag zum anderen Geburtstag mitnehmen. Ich muss mal schauen, der ist 1,20 Meter groß, ist schon riesig. Ich frage mich immer, wer das Ganze aufpusten soll. Weil wenn ich dann dastehe und das Ganze aufpuste, wird mir schwindelig danach. Weil jetzt müssen ja noch ein paar andere Luftballons und so weiter aufgeblasen werden von dem her. Naja, gut. So, und dann habe ich noch zum Abschluss mehrere Folienballons geholt. Der Bekannte, der Geburtstag hat, wird 35, meine Tochter wird 7. Und es war ein heilloses, ja, also das war schon sehr, sehr krass, alle Zahlen rauszufinden, die ich gerne wollte. Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber ich habe irgendwie immer das Problem, wenn ich für meine Tochter Klamotten kaufe, ihre Größe ist meistens ausverkauft und auch ihre Zahl ist meistens ausverkauft. Da habe ich echt Probleme mit. Ich weiß nicht, ob zeitgleich alle Kinder das gleiche Alter und die gleiche Größe haben oder was da die Problematik ist, aber irgendwie bin ich da immer zu spät dran. Naja, egal. Ich habe es geschafft. Ich habe für jede Zahl was oder für jedes Alter das bekommen, was ich gerne gebraucht hätte und bin eigentlich auch mit meiner ganzen Ausbeute so recht zufrieden. Die Goodieboxen werden voll, die Dekoration für die Terrasse wird super aussehen. Hinterher davon bin ich schon ja, überzeugt und ja, bin froh, dass ich jetzt erstmal alles so habe und da nicht nochmal losziehen muss.
Genau. Und das war mein Action-Haul für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich natürlich riesig über eure Kommentare, auch wenn ich es leider immer noch nicht schaffe, da näher drauf einzugehen und mehr zu beantworten, weil wir hier noch im Trubel sind. Aber die ruhigere Zeit kommt auf jeden Fall wieder. Davon bin ich eben auch überzeugt. Und bis dahin freue ich mich natürlich auch, wenn ihr Kommentare da lasst. Am allermeisten freue ich mich, wie immer, ihr wisst, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch natürlich auch wie immer eine wunderschöne Zeit. Macht's gut, eure Steffi.